die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO, die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA, der Dachverband der Flughafenbetreiber ACI und die internationale Organisation der Flugsicherungsorganisation CANSO verurteilen auf Schärfste den Einsatz von Waffen gegen die Zivilluftfahrt. Der Abschuss von Flug MH17 der Malaysia Airlines ist nicht akzeptabel. Unsere Organisation möchte ihr tief empfundenes Beileid den Angehörigen der Passagiere und der Besatzung aussprechen. Flugverkehr ist nach wie vor die sicherste Verkehrsform, aber die Tragödie hat beunruhigende Sorgen in Hinsicht auf die zivile Luftfahrt von, nach und über Krisengebieten aufgeworfen. Wir haben uns hier bei der ICAO getroffen und sind entschlossen, dringlich die Themen und mögliche Reaktionen darauf zu beraten. Als ersten Schritt hat die ICAO die Staaten aufgefordert, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden. Wir erkennen an, dass es notwendig ist, Informationen und Erkenntnisse zu sammeln, die die Sicherheit der Fluggäste und Besatzung betreffen. Das ist ein hochsensibler Bereich der internationalen Koordinierung. Da geht es ja nicht nur um Verfahren der Zivilluftfahrt, sondern auch um Aktivitäten, die in dem Bereich der nationalen Sicherheit und dienstlichen Tätigkeiten der Staaten fallen. Alle Parteien sind sich einig, dass die ICAO jetzt eine wichtige Rolle spielen muss, um so schnell wie möglich auch mit ihren Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten in Absprache mit der Branche und anderen UNO-Gremien, um sicherzustellen, dass die richtigen Informationen die richtigen Personen zur richtigen Zeit erreichen. Die ICAO wird mit Unterstützung der Industriepartner Folgendes tun. Zunächst einmal sofort eine hochrangige Taskforce einsetzen, die besteht aus Experten der Staaten und der Branche, um die Aspekte der Zivilluftfahrt und der nationalen Sicherheit zu besprechen, insbesondere die Frage, wie man Informationen effektiv zusammentragen und verbreiten kann. Die Erkenntnisse der Taskforce werden so schnell wie möglich einer Sondersitzung des ICAO-Rates vorgelegt. Die Industrie hat die ICAO aufgefordert, sich auch zu kümmern um störungssichere Kanäle für die Verbreitung von wichtigen Bedrohungsinformationen an die Zivilluftfahrtbehörden und die Industrie, aber auch die Aufnahme einer Passage in das Völkerrecht, die Maßnahmen vorsehen, die die Konstruktion, die Herstellung und den Einsatz moderner Flugabwehrwaffen regeln. Die ICAO beruft eine hochrangige Sicherheitskonferenz mit all ihren 191 Mitgliedstaaten für Februar 2015 zusammen. Die Industrie und die Regierung sind sich einig, dass sie die Sicherheit des weltweiten Luftverkehrssystems und seiner Benutzer sichern wollen. Es steht außer Zweifel, diese Tragödie hätte nicht passieren dürfen. Sie hat gezeigt, dass es eine Lücke im System gibt. Das System ist nicht zusammengebrochen. Es funktioniert in der Mehrheit der Fälle sehr gut. Und es ist nach wie vor so, die Luftfahrt ist der sicherste Verkehrsträger überhaupt. Es geht also darum, die Lücke oder die Lücken zu schließen, die zu dieser Tragödie geführt haben. Die Fluggesellschaften haben hier zwei Erwartungen. Die Fluggesellschaften brauchen klare Zutaten. Treffende Informationen für ihre operativen Entscheidungen, wo sie sicher fliegen können. Im Fall von MH17 wurde den Fluggesellschaften gesagt, dass Flüge in Höhen über 10.000 Kilometer über Konfliktgebiet und über die Ukraine sicher seien. Aber wir haben ja erlebt, dass das nicht der Fall war. Wir brauchen eindeutige Informationen. Und diese Informationen müssen zugänglich sein. Sie müssen eindeutig sein
akkurat und präzise. Und das liegt in der Verantwortung der Staaten. Und da gibt es auch keinen Entschuldigungsgrund. Auch sensible Informationen können so aufbereitet werden, um sicherzustellen, dass die Fluggesellschaften sichere Informationen bekommen, ohne dass die Quellen offengelegt werden. Also wie gesagt, das ist die Verantwortung der Staaten. Aber die Industrie ist natürlich bereit, die Regierung zu unterstützen in diesem Bereich, soweit es möglich ist. Das ist also unsere erste Erwartung und wir hoffen, dass diese Lücke doch relativ kurzfristig geschlossen werden kann. Sie steht für uns alle an oberster Stelle. Es gibt aber eine zweite Lücke, die gefüllt werden muss. Das wird aber vielleicht länger dauern. Es gibt kein internationales Recht oder keine Konvention, die die Staaten verpflichtet, Regeln zu schaffen für die Konstruktion, Herstellung und den Einsatz von Flugabwehrwaffen. Wir haben derartige Regelungen für Chemiewaffen, biologische Waffen und für den Waffenhandel insgesamt. Aber MH17 hat belegt, dass hochwirksame Flugabwehrwaffen in der Hände von nichtstaatlichen Besitzern sind. Und ich denke, dass wir im Rahmen der Vereinten Nationen eine Lösung finden, um die internationalen Regeln zu verbessern, um sicherzustellen, dass die Staaten hier vollumfänglich ihrer Verantwortung nachkommen.